Ich lebe traditionell. Natürlich kommt meine Milch von einer Kuh und nicht von einer Mandel. Ich lebe traditionell. Natürlich fahre ich einen Benziner und du kannst dir einen Tesla in den Tesla wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber ich trinke zum Beispiel Hafermilch. Ich lebe traditionell. Natürlich landet auf unserem Teller kein Bockwurst, sondern Fleisch. Traditionell. Natürlich gibt es für meine Tochter nur rosa und für meinen Sohn nur blau. Ja, wenn du deinem Sohn ein rosa Kleidchen kaufen würdest, dann würde er es nicht mehr so leicht in der Schule haben. Denn glaubt mir, Kinder können sehr fies sein. Ich lebe traditionell. Natürlich glaube ich an Mann und Frau und gendere nicht. Gendern hat sowieso keiner Bock drauf. Und natürlich glaube ich an Mann oder Frau. Woran soll ich sonst glauben? An den Fuchs? Ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich würde mich als Azarkin-Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, um die 2 Meter, und habe 4 Ohren. Azarkin-Alien-Hybrid mit 4 Ohren. Alles klar. Liebe traditionell, natürlich nenne ich sie nicht Schokoküsse, sondern immer noch... Immer noch Schokoküsse. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Die Wokeness hat mal wieder zugeschlagen. Denn passend zur EM in Deutschland dürfen Polizisten nicht mehr die deutsche Flagge zeigen. Keine schwarz-rot-goldenes Fähnchen am Streifenwagen. Die Bundespolizei darf während der Fußball-Europameisterschaft nicht öffentlich Farbe zum deutschen Team bekennen. Weder am Körper noch auf der Uniform oder am Dienstfahrzeug dürfen die Polizisten die Deutschlandfahne tragen. Jetzt darf man nicht einmal mehr im eigenen Land die Landesflagge zeigen. Grund ist das Neutralitätsgesetz, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Als würden Leute auf einmal denken, die Polizisten seien nicht mehr neutral, nur weil sie mit einer Deutschlandflagge zur EM rumlaufen. Ich meine, vielleicht wollen sie ihr Team unterstützen. Wie auch immer, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Polizisten in Berlin sich denken, Frauen sind wie Hunde. Was soll dieses Theater? Und ihren Chef fragen, hey, was soll das? Und er dann mit dieser Ausrede kommt. Ja. Aber hören wir uns mal an, was die Polizeigewerkschaft dazu sagt. Aber die schwarz-rot-goldene Fahne sozusagen, die trägt ja jeder Schutzmann in Deutschland an seiner Mütze. Ja, scheinbar trägt das sowieso jeder Polizist auf seiner Mütze. Da frage ich mich, wieso man das überhaupt verbieten möchte, jetzt mit einer Flagge rumzurennen. Oder mit irgendwelchen Deutschlandstickern auf dem Auto, um sein Team zu unterstützen. Da sind die Nationalfarben natürlich als Staatssymbol, natürlich als Symbol für Einigkeit und Recht. Und Freiheit. Und ja, damit natürlich auch ein Symbol für Neutralität. Und wie er schon sagte, das steht ja für Einigkeit, Recht und Freiheit und wohl auch für Neutralität. Deswegen macht das ja irgendwie keinen Sinn. Wie auch immer, er wird auch noch gefragt, ob sich diese Regelung irgendwie auf seine Kollegen negativ auswirkt. Scheinbar werden einige Kollegen dadurch verunsichert und er spricht meiner Meinung nach das aus, was viele denken. Heutzutage muss man echt aufpassen, was man sagt. Ja, natürlich macht das was mit den Kolleginnen und Kollegen. Man geht ja ganz anders in den Dienst rein. Es schwingt ja immer im Hinterkopf mit, oh, jetzt darfst du bloß nichts falsch machen. Man muss ja aufpassen, was du sagst oder was du trägst oder wie du dich irgendjemand gegenüber äußerst. Das ist schlecht. Ja, nicht nur als Polizist, sondern auch als Person des öffentlichen Lebens musst du heutzutage aufpassen, was du sagst. Sonst wirst du sofort gecancelt. Ich meine, ihr bekommt das ja selber mit was für Leuten ich mich beschäftigen muss und was für Leute Videos gegen mich machen. Siehe das Video von vor 3 Tagen mit der Feministin. Wie auch immer, ironischerweise ist eine Flagge für die Polizisten nicht verboten. Na, habt ihr eine Idee, welche Flagge ich meine? Richtig, es ist die Regenbogenflagge. Und wie ihr wisst, ist bald Pride Month. Yay! Und dazu habe ich folgenden Post gefunden. Rechte mobilisierten mit dem sogenannten Stolzmonat im Netz gegen die Solidarität mit queeren Menschen. Es ist die deutsche Übersetzung des Pride Month, der im Juni stattfindet. Also, soweit ich verstanden habe, ist der Stolzmonat irgendwie eine Gegenbewegung zu diesem Regenbogenmonat, wo Leute einfach ihren Stolz gegenüber Deutschland ausdrücken. Nun hat aber ein Wokefluencer folgendes gemacht. Ab sofort gehört das Wort aber nicht mehr den Rechten. YouTuber und Aktivist Fabian Grichkart hat sich den Begriff gesichert und beim Marken- und Patentamt angemeldet. Kurz gesagt, er hat sich den Begriff als Marke gesichert und verkauft darunter ein paar Klamotten. Grichkart verkauft Shirts mit queeren Ikonen und dem Aufdruck Stolzmonat. Damit wird der Begriff mit den ursprünglichen Ideen und Idealen verknüpft. Aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringen wird, weil dann denken die sich einfach einen anderen Begriff aus, wie zum Beispiel Stolzjahr, Stolzwoche. Wie gesagt, ich bin in diesem Thema nicht so drin, aber irgendwie finde ich die Aktion albern. Denn ganz ehrlich, lass doch die Leute das feiern, was sie feiern wollen. Nur weil er sich jetzt den Begriff gesichert hat, heißt es ja nicht, dass mehr Leute jetzt den Pride Month feiern. Bitte,
versucht nachzudenken. Für mich persönlich ist dieser Monat wie jeder andere Monat des Jahres. Und ja, mich juckt's nicht wirklich. Aber Freunde, falls es Leute da draußen gibt, die LGBTQ immer noch nicht akzeptieren, da gibt es eine Dame, die euch was zu sagen hat. Also ich akzeptiere LGBTQ nicht. Und was willst du dagegen jetzt machen? Mit deiner Schwester rummachen, Schatz. Irgendwie kriege ich bei diesem TikTok Gänsehaut. Und wenn man irgendwie ganz neutral ist und diese Wokeness nicht unbedingt feiert, dann reagieren die meisten so hier. Wie auch immer, ich habe mir noch zwei Videos von einem Influencer geschickt, der bei Auf Klo mitgewirkt hat. Ihr wisst schon, der Funkkanal, der endlich aufgehört hat. Ey, wie soll ich mich darauf vorbereiten, ungewaschen zu werden? Wasch dich vorher ab, außer die andere Person steht auf ungewaschen. Zwei Fragen. Bin ich hier immer noch auf Instagram oder warum sind solche Inhalte auf einmal so beliebt? Und wer steht auf ungewaschen? Das ist ja sowas von unhygienisch. Du bist nicht hässlich, du stinkst aus dem Mund, ganz übel. Und dann fragen sich manche Leute, wieso sie sich was einfangen. So kann es für die andere Person angenehmer sein und du kannst besser abschalten. Lass die Person machen, womit sie sich gut fühlt. Nutz also nicht einfach deine Hände, um die Kopfbewegung der anderen Person zu steuern, außer ihr habt das vorher oder währenddessen abgemacht. Achte auf Verhütung, denn yes, auch hier können Dinge übertragen werden. Wenn ihr euch kennt und mehrmals seht, dann könnt ihr euch beide testen lassen, um zu checken, dass ihr beide negativ seid. Stimmt, ich gehe mich die Woche testen. Wisst ihr, ich habe ja auch schon einige Kurzvideos auf TikTok, Insta oder YouTube gepostet. Und ich denke mir an der Stelle, wie unfair es ist, dass wirklich einige meiner Videos gesperrt werden, gelöscht werden, sogar von Instagram. Ich wusste nicht mal, dass Instagram Videos sperrt. Aber da sind locker schon 5 Videos von mir gesperrt worden. Und ich glaube, über 10 eingeschränkt, sodass sie nicht meinen Followern angezeigt werden. Ich merke, wie die Kraft mich langsam verlässt, aber ein Video haben wir noch. Ey, willst du noch Sahne? Ja, gib's mir. Hä? Ich stehe halt auf Sploshing oder anders genannt Sensation Play with Food. Sploshing? Mit Essen spielt man nicht. Ich glaube, damit hätte Sanji von One Piece ein Problem. Dabei geht's darum, Essen, wenn man in Team ist, einzubinden. Manche stehen darauf, sich auf Kuchen zu setzen, in Soße zu baden, sich gegenseitig zu füttern oder Schoko von anderen Personen abzulecken. Gegenseitig füttern, da fällt mir ein Influencer-Pärchen ein, wo der Typ seine Freundin füttert, obwohl sie eigentlich eine Diät benötigt. Wie auch immer, wer setzt sich bitte auf Kuchen? Woher willst du das wissen? Woher nimmst du diese Aussage? Digga, dieser Typ macht mich so unglaublich aggressiv. Oder badet in Soße. Ich glaube, wenn die heutige Jugend solche TikToks konsumiert, kommen sie noch auf sehr wilde Ideen. Manche stehen auch darauf, andere beim langsamen Essen zu beobachten. Nee, mit Essen sollte man nicht spielen. Vielleicht liegt gerade bei der verbotenen Sache, die wir alle schon gehört haben, gerade der Reiz. Was sind deine Gedanken dazu? Meine Gedanken dazu, wie er schon sagt, mit Essen spielt man nicht und sucht euch andere verbotene Dinge, die ihr tun könnt. Also ich weiß wirklich nicht, wie solche sexualisierenden Inhalte auf TikTok und Instagram stattfinden können, aber Teile meiner Videos gelöscht werden. Wie auch immer, Freunde, ich habe keine Kraft mehr für diese Wokeness. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, vor allem zu dem Thema mit der Deutschlandflagge und der EM. Da würde mich eure Meinung interessieren. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn euch mein Video gefallen hat und wenn ihr mich supporten wollt, dann lasst doch gleich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund.